Diese Veranstaltung wird unterstützt von Auer Agrarhandel Transport Bau und Brennstoff, Baustoffhandel Leitner Alois, Nöhammer Baudienstleistung GmbH und Pöttinger Giesing Glasbau mit Durchblick. Rund 3000 Besucher an drei Tagen, ca. 6000 halbe Bier und 180 Kilogramm Bratwürstel vom Holzofengrill. Das und noch viel mehr ist das Zeltfest in Hienberg. Bereits seit 1987 veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Hienberg dieses Ereignis der besonderen Art. Der Zuwachs wird eigentlich über mehr da bei uns in Hienberg und ja, es ist eigentlich gut so, ne? Es ist einfach wichtig. Was bleibt da? Ich habe mir gedacht, weil jetzt Fernsehen da ist, ich wäre geehrt, weil ich 15 Jahre schon durchgehend immer da bin, aber scheinbar war es irgendwas anderes. Und was macht das Zeltfest so besonders? Naja, es ist einfach Tradition. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das die das schon machen, aber es ist immer wieder gut. Ich bin selber Feuerwehrmitglied und es ist mir einfach ein Belangen, dass man das einfach fördert. Es ist die Zukunft, die Jugend, das gehört gefördert. Die Leute sind kommod, die Musik ist gut. Ich bin heute schon das dritte Mal da. Proben wir Leichtag, Freitag, Samstag. Und wieso? Ja, was klasse ist. Das, was mir an dem Festl so taugt, das ist das, weißt du? Der Hauptgrund, dass so viel dich zugeht bei uns, weißt du? Also, weil wenn du mal umschaust, wenn du mal ein bisschen umeinander tust, es gibt keine Schlägereien nicht. Und das bisschen was ist, was ich, weil ein paar Besuchte gehen wir noch zusammen. Das können wir selber regeln, aber Schlägereien gibt es keine. Das ist das, was mir so taugt, weißt du? Die Linzer Band Sixpence schaffte es trotz ohnehin schon heißer Temperaturen, dem jungen und jung gebliebenen Publikum ordentlich einzuhetzen. Nicht nur das Stimmungsbarometer zeigte Höchstwerte. Bei Temperaturen an die 30 Grad kann man auch an der Bar ordentlich entschwitzen. Was ist denn bei euch so das Getränk des Abends? Nur Whisky. Nur Whisky. Whisky Cola. Eine Spritze Weiß, sowieso klar. Der Red Bull. Sehr toll. In die drei Tage, würde ich sagen, also wir haben ungefähr einen Bierausstoß für 5.000 bis 6.000 halbe Bier. Und natürlich auch Limo. Sehr gefragt, sehr bei Jung ist. Also, die Mischgetränke mit Cola und Wein oder Kaffee und Wein, also das sind momentan die Ingetränke bei der Jugend. Ja, ich habe praktisch meine Frau hier am Fest, am vorgehenden Fest in Reichschau kennengelernt. Und das war 1981, also 22 Jahre bin ich hier diesem Fest schon treu. Wie sind denn die Leute da so? Was? Wie die Leute da sind? Wow, ich nicht, wie die Leute da sind. 100 oder 150 vielleicht sogar. Also die Leute sind alle cool. Für feste Männer. Getanzt, gefeiert und geflirtet wurde ganz nach Hienberger Tradition bis in die frühen Morgenstunden. Für die Veranstalter brachte auch das Zeltfest 2003 ein Rekordergebnis. Der Erlös soll natürlich einem Projekt der Freiwilligen Feuerwehr Hienberg zufließen. Wir möchten in nächster Zeit, so wir jetzt vor, dass wir bis 2008, da haben wir ein sonderjähriges Jubiläum, da möchten wir ein neues Feuerwehrhaus bauen bis dorthin. Und wir sind eigentlich auf dem besten Weg dorthin. Diese Veranstaltung wurde unterstützt von Auer Agrarhandel Transport Bau und Brennstoff, Baustoffhandel Leitner Alois, Nöhammer Baudienstleistung GmbH und Pöttinger Giesing Glasbau mit Durchblick.